Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers hier auf The Nerdern Way of Life. Live aus Isny im Allgäu. Isny ist im Allgäu. Heißt es wirklich Isny? Weil es wird ja. I-S-N-Y geschrieben. Isny? Aha. Isny im Allgäu. Ja, den ihr da gerade gehört habt und der da so ein bisschen hin und her backt endlich mal wieder, ist der DigiHate. Ich mach doch gerade, ich stehe einfach, ich bin irgendwie im Menü. Ja, ist seltsam. Bei mir machst du hier den. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Ist ja egal. Wir sind aber nicht alleine. Nein! Wir haben eine bezaubernde Computerstimme mit am Start, die sich verdächtig nach einem Menschen anhört, aber ich weiß noch nicht. Ja, die habe ich gut hingekriegt, muss ich auch sagen. Hallo! Sehr gut. So, eine Stadt hatte ich. Also, wenn ihr Fragen, ne, an den Twitch-Chat, wenn ihr Fragen an die Computerstimme habt, dann müsst ihr sagen, Nerdern Computerstimme. Nerdern Computerstimme. Kann ich auch Fragen an die Computerstimme haben? Ja, natürlich. Behandelt er dich gut? Nerdern Computerstimme, behandelt er dich gut? Ja. Ja, ouch. Stich ins Herz. Ach, Mann, ja. Jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich brauche. Stahlrohre, also ich brauchst du zwei große Stahlrohre. Richtig, genau. Mhm. Deins und meins. Ja, so. Lass mal die Rakete jetzt starten, komm. Lass mal jetzt die Rakete starten. Alter, wir haben angefangen mit dieser Rakete und wir haben direkt wieder aufgehört. Also es hat sich im Grunde nichts an der Rakete geändert. Es ist eigentlich nur die Förderbänder. Die ist immer noch einfach so da, ja. Die Förderbänder sind dran, es sind neue Triebwerke dran und der Sprungantrieb ist fertig. Das war's. Punkt, Ausrufezeichen. Es ist traurig. Es ist sehr traurig. Vielleicht sollten wir einfach mal... Nee, können wir ja nicht. Vielleicht sollten wir mal Profis ranlassen. Ja, wenn das eine Video 10 Likes bekommt, dann lassen wir ja andere spielen. Vielleicht nicht unbedingt auf unserem Server. Aber das eine Video, das ist schon dicht dran an... ich glaube, das hat 9 oder so. Was, 9 jetzt mittlerweile schon? Ach du Scheiße. Vielleicht sollten wir das 20 erhöhen. Ja, vielleicht sollte ich das mal auf 20 erhöhen. Du hast gesagt, wenn das 10 Likes hat, dann saufen wir oder so. Nee, das ist ja Alien Isolation. Wir haben ja zwei verschiedene. Wir haben ja Alien Isolation haben wir eine Folge, wo wir gesagt haben, wenn wir 10 Likes auf die Videos davon bekommen, dann machen wir aus Alien Isolation ein Trinkspiel, wo dann, wenn einer stirbt, muss er halt einen kurzen trinken. Genau. Und das Pad abgeben, damit das fair bleibt. Wow. Und bei Space Engineers haben wir gesagt, 10 Likes auf dem Video. Und wir lassen andere spielen, aber kommentieren das selber dann. Du musst mich das Spiel umbringen, Alter. Du kannst mal kurz gucken hier bei meinem Reaktor, da ist irgendwas, da ist nicht was in Ordnung. Kannst du da mal kurz gucken? Soll ich da mal kurz drüber fliegen? Ja, flieg doch mal kurz drüber. Ach nö, du. lass mal nicht machen. Ach, wieso denn? So, ich flieg mal zum Turm und hol mal das Erz da raus. Jawohl. Ich flieg zum dunklen Turm. Geil. Roland. Bist du Roland oder bist du Jake? Ich? Oder bist du Eddie? Oder ich bist bin du? Rosetta, oder wie ist die? Roseanne, glaube ich, ne? Oder Roseanne? Ich weiß es nicht. Nerdern Computerstimme. Wie heißt die schwarze Frau bei Der dunkle Turm? Oder die schwarzen Frauen? Oder die schwarze? Das ist eine gute Frage. Die Frage würde nicht verstanden. Das macht gar nichts. Das ist mir gar nichts, ne? Ich glaube, sie ist Rose oder so. Oder Rosie? Rosa? Nee, Rosa auf keinen Fall. Ah, Rose kann sein, aber die hat ja auch mehrere Namen. Ja, zwei, ne? Ich habe hier einen Kommentar von Kenyak. Ach, der schon wieder. Als bräuchtet ihr beide ein Spiel, um Spaß zu haben. Ja. Ja, also natürlich. Also zumindest das Federspiel bräuchten wir schon. Batman. Er meint Batman. Ich glaube, das wird er nicht so verstanden. Doch, doch. La, 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 la. Da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Seine Freundin ist, die hört zu. Die guckt das auch. Ja, merkwürdig. Verrückt. ich flieg mal zur Rakete. Komm, was soll's.
Wieso ist sie eigentlich so rot? Also warum ist das alles rot? Hat das Ding keinen Reaktor oder sowas? Was meinst du, wovon redest du? Na, die Beleuchtung, die sagen würde, okay, Power ist da, ist überall rot. Wo? Von was redest du? Von der Rakete. Achso, ja, die ist noch nicht so weit. Ja, und da ist doch kein Reaktor drin. Warum auch? Ich würde dann ja nur Wasserstoff verbrauchen. Achso. Müsste mal alles abstellen und so. Nö, also das ist schon in Ordnung so. Na gut. Ein Kommentar. Oh, scheiße. Ihr Kenyak schreibt, nur der Computerstimme, klopf einmal an das Mikro, wenn du das freiwillig magst. Zweimal klopfen, wenn du gefangen gehalten wirst. Nimm dir das Mikro weg, schnell! Hast du zweimal geklopft? Also zweimal ja. Du bist gefangen gehalten. Nein, zweimal ja. Sie macht das zweimal freiwillig, auf jeden Fall. Achso, zweimal ja für zweimal freiwillig. Hey, komm, sauber. Sehr gut. Hilfe. Herr Kenyak, das ist nicht die Computerstimme, die du suchst. Genau das ist es nicht. Oh, habe ich überhaupt genug Gas unter? Ja, habe ich. Alles klar. Ich wollte das Eisen rausholen, jetzt habe ich es wieder. Aber wir hatten ja schon das Eisen hier rausgeholt. Alles? Ja. Okay. Aber dann weiß ich zumindest, dass das Ding auch dahin fliegt. So. Aber noch ist es nicht wieder zurückgeflogen, von daher haben wir immer noch ein Problem. Noch ist es nicht heil zurück. Doch, es ist nicht heil zurück. Was brauchen wir denn noch? Ich bin gerade dabei, wieder ein bisschen Gold abzuholen hier. Ey, wenn es dunkel ist, aber auch wirklich richtig dunkel hier, ne? Ja. Und, also ich werde wahrscheinlich irgendwie in der Woche, werde ich mal versuchen, auch so ein bisschen Reserveschiff zu bauen, damit wir halt in der nächsten Folge tatsächlich auch mal, ey, das geht mir echt so ein bisschen, das finde ich echt so ein bisschen, schade. Oh, ja. Dass wir es nicht geschafft haben, irgendwie, wir spielen hier den ganzen Tag und wir kommen einfach nicht auf diesen scheiß Mond halt. Also ich empfinde es wirklich als schade. Ich glaube zwar, dass wir trotzdem einigermaßen unterhalten konnten, aber das war's. Aber das ist das, was ich wollte so und wahrscheinlich das, was du auch wolltest. Ja klar, ich hatte eigentlich auch gehofft, dass wir die Rakete endlich mal starten zumindest, aber ja. Ich muss mir halt jemanden suchen, der das auch kann. Und dann funktioniert. Weil dann brauche ich gar nichts mehr machen. Also ist ja nicht so, als würde ich jetzt schon was machen. Das macht ja alles sowieso Digi. Also es ist ja nun mal so. Du kommst dich jetzt da gar nicht mehr rauszureden. Nee, schaffe ich sowieso nicht. Wieso kann ich jetzt nicht entriegeln? Aus Sicherheitsgründen. Block umschalten an, aus. Funktioniert nicht. Hä? Habe ich den falschen Verbinder genommen? Oh nein. Oh nein! Aber das wird. Ne, weiß ich nicht. Kontrolle. Kontrolle! Ja. Verbinder 2. Lip. Wir müssen ja für das Schiff eine ordentliche Menge Hydrogen produzieren, oder? Weil dann habe ich jetzt nämlich eine Idee für die nächste Session, für mich, so, was ich als nächstes machen werde. Oh mein Gott! Ist das hier schon das Eis? Ja. Und zwar werde ich eine Standleitung bauen vom Eissee zur Station und hier quasi so einen Bohrturm bauen, wie du ihn gebaut hast. Glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Naja, klingt gut. Wie lange haben wir noch? 10 Minuten. Ich fange schon mal an. Den Turm kriege ich ja noch fertig. Natürlich, der Turm. Das. Oder lege ich die Leitung? Die Leitung kann ich schon mal legen. Komm, die Leitung kann ich schon mal legen. Dann ist das schon mal erledigt. Kann ich sogar direkt hier anbappen. Das passt doch super. Okay, wo lande ich das Schiff? Da.
welche im Dingsbums drin. Jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Ah, oh, scheiße. Oh nein, bitte nicht. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben. Mit der Reaktion, oder? Ja, ich wollte ein bisschen das aufregend machen. Ich wollte das, Du wolltest mich aufregen. Die Leute wieder hingucken. Ja. Mit so einem erfreuten, erwartungsvollen Grinsen im Gesicht. gleich. Diese Kacknoobs. Hat's funktioniert? Natürlich. Sehr gut. Bin ich mir sicher. Wieso kann ich das, den Gürtel nicht mit... Das Gürtel? Das, wieso kann ich das Gürtel nicht mit, Sei froh, dass der Sträuchenkiller nicht gehört hatte. Wieso? Und der hat mir letztens, der hat mir irgendwie heute, hat er mir einen Kommentar geschrieben, dass ich mich verschrieben habe. Ja. Dabei ist das gar nicht wahr. Ich habe mich gar nicht verschrieben. Das ist falsche Grammatik. Wenn du schon klug scheißt, dann richtig Sträuchenkiller. Aber egal. Macht dir nichts. Also, es ist, egal. Recht hat er trotzdem gehabt. Ja, recht hat er trotzdem. Der hat er ja nicht, er hat ja gesagt, glaube ich, ich habe mich irgendwie verschrieben oder so. Also, naja, ich habe mich verschrieben. Doch, aber hat er nicht irgendwas mit Rechtschreibung erzählt? Ich weiß es nicht, egal. Ist ja auch völlig lax. Ja, er hat recht, ich habe Unrecht, ich bin böse. Nee. Deutsch ist halt nicht meine Muttersprache. Was spricht denn deine Mutter dann? Meine Mutter spricht Elbisch. Ja, das ist nicht der Ring, den du suchst. Genau. Ja, mach dir nichts draus. Du wirst einfach nur gedisst, weil du ein S vergessen hast. Ich werde angedisst. Nee, ich werde gar nicht angedisst. Das sind alles liebevolle Hinweise. Punkt. Ich bin gerade echt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich diese eine Frage tatsächlich stellen soll. Ja. Dann stell sie einfach nicht. Jetzt bist du nämlich richtig im Arsch. Ja. Alter, ist das noch weit? Ist das noch weit bis zum Mond? Sind wir bald da? Ich will ein Eis. Muss mal pinkeln. Oh Gott, nicht pinkeln oder was? Hält das jetzt hier oder? Ne, ich mach mal ein bisschen höher, Alter. Nicht, dass das irgendwie dann doch nicht hält und dann fällt mir der ganze Scheiß auf den Kopf. Was gibt's denn heute Abend eigentlich im Fernsehen? Nein! Echt? Tatort. Ach ja, ist ja Sonntag. Chiller of Duty. Chiller of Duty, ja, ey, der Vater, ey. Hast du bestimmt auch gesehen, ne? Die dann hier von. Den Böhmermann. Von dem Böhmermann, ja. Ja, sicher, das hab ich gesehen. Allerdings kenne ich den Original-Trailer leider nicht. Ja, aber ich muss sagen, also der von Böhmermann ist besser. Habe ich, glaube ich, sogar geteilt und habe geschrieben, würde ich mir sogar auf kino.to angucken. Ja. Also, das ist tatsächlich jetzt auch mal ein Tatort, den ich nicht im Kino gucken will. Wobei sich die Frage stellt, würde ich einen Tatort irgendwie überhaupt im Kino gucken? Traurige Antwort ist nein. Nein? Traurig wegen dem, wegen... Naja, ich weiß nicht. Deutscher Film und so muss man ja auch vielleicht mal ein bisschen unterstützen, damit das überhaupt mal auch mal die Möglichkeiten überhaupt bekommt. Ne? So. Aber den haben wir doch unterstützt durch unsere Gebühren allein schon. Durch GEZ bezahlen. Nee, also das glaube ich nicht. Da ist auch viel, viel durch... Steuergeld drinne. Ja, durch Filmförderung, ja. Nee, das ist ja jetzt... Das ist ja gefährliches Halbwissen, möchte ich mal sagen. Nein. Das hat Böhmermann selber gesagt. Ah. Das Ding ist... Ach so, das hat Böhmermann selber gesagt. Ja, stimmt. Böhmermann weiß das. Ja. Finde ich aber gut, dass du das noch rechtzeitig dazu erwähnst. Jedenfalls sind da auch natürlich... Also ist ja durch Sponsoren wohl hauptsächlich finanziert worden. Ist. Wie halt Filme halt produziert werden hauptsächlich, ne? Und weil halt der deutsche Film halt da nicht so großartige Möglichkeiten hat, was man ja an den deutschen Filmen dann ja auch sieht, ne, Special Effects und was der Geier was,
ja, wenn das natürlich mehr gucken würden, würde natürlich dann auch mehr, würden sich natürlich für sowas auch mehr Sponsoren finden. Und dann halt nicht nur für Filme, die dann halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, irgendwas mit Serien zu tun haben, sondern auch andere Filme halt, ne? So ein kleiner Teufelskreis, ne? Ich würde mir deutsche Filme mehr angucken, wenn sie besser wären. Sie wären besser, wenn sich mehr Leute diese Filme angucken würden. Genau, ja, so ungefähr. Wobei man nicht unbedingt sagen kann, dass mehr Geld direkt ein besserer Film bedeutet. Also, das glaube ich nämlich auch nicht. Ja, aber irgendwo, ne, also irgendwo merkt man schon, wenn du dir halt einen Film jetzt aus Hollywood anguckst, wo halt irgendwie, weiß ich nicht, 150% mehr Geld drin steckt, dann sieht man schon, was das bewirkt, ne? Also The Revenant, ich weiß nicht, Renadent oder wie heißt der? The Revenant. Was? The Revenant. Revenant, genau. Das ist zum Beispiel ein Film, ich weiß nicht, mit einem deutschen Budget, ob der dann auch einen Oscar verdient hätte. Sag ich ganz klar. Also, wahrscheinlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Eher nicht, nee. Aber The Revenant, muss man auch dazu sagen, ist so extrem teuer geworden, weil sie halt auch immer nur zu, also mit natürlichem Tageslicht gedreht haben, ne? Ups. Ja, und das hat den Film dann ja auch so extrem, also das ist ja unter anderem auch ein Grund, warum der Film so gut geworden ist. Das kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht gesehen. Wegen der Authentizität, ne? Die haben ja auch, die haben ja tatsächlich dann auch in der Kälte da gedreht und so. Also ich muss mal, ja, ich muss mal. jetzt, ich weiß nicht, ob die jetzt schon war, aber die Genre-Nale ist in Berlin. Und da werden deutsche Genre-Filme gezeigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, mal eben kurz nach Berlin zu fahren, weil das läuft auf dem Mittwoch und dem Donnerstag, soweit ich mich erinnern kann, dann würde ich mir da vielleicht ein paar Filme angucken und dann auch solche kleinen Indie-Filmemacher aus Deutschland damit unterstützen wollen. Ja, das wäre natürlich auch, das ist natürlich auch eine weitere super Möglichkeit. Aber mal eben nach Berlin fahren ist nicht so aus München, wo wir ja wohnen. Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach und so schnell gemacht, ne? Aber das ist halt irgendwie, ja, ist in der Tat halt irgendwie so ein bisschen. Ich meine, der deutsche Film hat es an sich auch nicht ganz so einfach. Also es gibt ja irgendwie zum Beispiel in Frankreich gibt es ja so ein Filmfest. Ganz berühmt. Ist einer der wichtigsten Filmfeste überhaupt. Kann? Ich glaube, kann, ne? Ja. Und kann sein. Sehr gut. Und da zum Beispiel ist es auffällig, dass irgendwie. Das ist ungefähr so wie bei den Oscars und den Schwarzen. Da kommt ist das halt mit Cannes und deutschem Film. Der wird einfach da nicht nominiert. Da kannst du machen, was du willst. Der deutsche Film wird in Cannes nicht nominiert. Das Ding ist ja, wenn du in Cannes läufst, ist ja schon eine Auszeichnung an sich. So wie ich das verstehe. Ja, wenn du da überhaupt eingeladen bist. So. Ja. Ja, das ist, aber ja. Und es gab schon einige gute deutsche Filme. Also wirklich Filme, wo ich dann auch sagen würde, die hätten durchaus auf jeden Fall mal da auch mal gezeigt werden dürfen. Hm. Fällt gerade keins ein, ist ja klar. Lamborg ist schon ein bisschen länger her. Aber einer meiner liebsten deutschen Filme. Aber jetzt zum Beispiel Who Am I? Der war richtig gut. Dieses Hacker-Ding. Ja. Also der wäre richtig, richtig gut. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, Who Am I? Kann ich nur empfehlen. Kommt ja demnächst Lamborg 2, ne? Die fangen im Sommer an zu drehen. Okay. Hast du den eigentlich gesehen, Who Am I? Nein. Hast du noch nicht gesehen? Noch, ich sage mit Absicht, noch nicht gesehen. Weil es lässt sich natürlich ändern. Auf kurz oder lang nicht verhindern. Lässt sich nicht verhindern. Ein Kommentar von Kenyak. Frage für das Ende der Folge. Oh oh. Zu mir oder zu dir, Digi? Natürlich von Dreh. Das ist wirklich eine Frage, die mich vor einem großen Problem stellen würde. Gott sei Dank hast du sie nicht gestellt, Dre. Er hat aber auch, aber weißt du, das Hinterhältige daran ist ja, er hätte ja sogar die richtige Zeit abgewartet, ne? Ach so, ja. Ich kann die Frage beantworten, weil nächste Woche ist Digi theoretisch wieder bei mir. Glaube ich, ne? Bist du noch wieder Couchcore? Ich glaube ja.
Haben wir schon wieder eine Runde hinter uns? Ja, wir haben letzte Woche haben wir, wie heißt es? 7 Days to Die gespielt. Jetzt sind wir bei Space Engineers. Und ich glaube, wir müssten dann nächste Woche schon Alien Isolation machen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, dann ist noch eine Woche, ein Tag ist dann, glaube ich, noch. Anzeige und Computer. Anzeige und Computer. Anzeige und Computer. Ja, siehst du, dann hat sich ja die Frage erledigt, wo wir hingehen und was wir da tun. Genau. Couchkorb, zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker? Zwinker, zwinker? Was hat das zu bedeuten? Achso, Couch-Koop gibt's nicht mehr im Stream. Punkt. Wieso? Weil ich mit der Videoqualität unzufrieden bin und die kann ich nicht höher drehen, wenn wir das gleichzeitig streamen. Okay. Und da muss ich mich leider für die Videoqualität entscheiden, als dass es live auf Twitch war. Okay. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Gut, da bin ich froh. Jetzt habe ich Computer und was war das andere? Meine Güte, wie weit ist denn das noch zum See hier? So ein ganzes Ende. Oh mein Gott. Das lohnt sich überhaupt. Ja, also dann viel Spaß noch auf YouTube und bis zum nächsten Teil, der auf jeden Fall kommt, wo wir das dann endlich schaffen, zum Mond zu fliegen, versprochen. Wobei ja versprochen sind, ne? Ja. Wenn nicht, dann wird der Dre in einen Seefall springen. Nackig. Also war es tatsächlich ein richtiges Zwinker-Zwinker. Okay. Gut, ja, YouTube, ich weiß, ihr findet das bestimmt nicht so gut, was ich hier gerade baue. Das ist mir egal, weil ich bin ein freier Mensch. Also, ein Junge. Und deswegen mache ich das, wie ich das will. Dem Digi wird das auch nicht gefallen, aber das ist mir dann auch egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Und dann frage ich den Digi noch zu mir oder zu dir. Ja, zu dir. Ich habe ja keine andere Möglichkeit. Sehr schön. Ich freue mich auf deinen Besuch. Jetzt haben wir ja die Frage schon beantwortet, aber das ist auch besser so, weil wir in 3 Wochen, also nächsten Monat sowieso nicht mehr wissen, eben, wie die Frage war. Und bis zur nächsten Folge dann halt ein Motto ist dann das letzte Hemd erspart den Zimmermann. Tschüss!